Also herzlich willkommen zurück zu einem neuen Schweinchenwolf 2 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute bekommen wir eine kleine Einführung in die LGW Mediterranee und ebenfalls eine kleine Einführung in den TGW Duplex. Willkommen bei Train Sim World 2, der lebensechten und äußerst detaillierten Zugsimulation mit authentischen Strecken und Zügen aus aller Welt. Sie haben Aktionspunkte erhalten. Diese werden oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt und zu Ihrer Gesamterfahrung hinzugezählt. Man muss stetig auf die umgebende Welt achten. Üben Sie, indem Sie nach oben, unten, links und rechts schauen. Dann laufen wir mal durch den Bahnhof. Also ich muss schon sagen, auch wenn ich jetzt gerade nicht erkennen kann, weil ich hier nirgendwo ein Schild sehe gerade, oder ich bin einfach nur blind, wo wir gerade hier sind, aber der Bahnhof, der sieht sehr nice aus. Eine Schattenkarte. Eine von 12. Dies ist eine von vielen interaktiven Handlungen, aber nicht alle sind so leicht zu entdecken. Ich denke mal eher, dass wir jetzt wahrscheinlich gerade in Marseille's St. Charles sind, aber das ist einfach nur eine grobe Vermutung. Mediterran, das ist ja sowieso alles, von daher. Ah, sieht echt schon schick aus. Kann man nicht anders sagen. Okay, wir kommen nicht mehr weiter. Den vordersten Wagen sollen wir betreten, okay. Also den vordersten Wagen, weil wir erstmal, weil es der Kopfbahnhof ist, deswegen fahren wir hinten raus. Mal schon mal so ein bisschen reinlinsen. Das sieht schon schnieke aus. Und wir sind tatsächlich in Marseille Saint-Charles. Dann lag ja sogar richtig. Auch interessant da mit dem rostigen Tor. Der vorderste Wagen, den sind wir gleich dort. Von der Kopffreiheit ist es natürlich auch wieder enges Ding, aber das ist ja in den meisten Zügen so. Vor allem, wenn es halt ein Doppeldecker dann noch ist, ne? So, was wahrscheinlich einfach auf irgendeinen Platz setzen. Es geht in die Richtung raus, dann setzen wir uns mal hier hin. Sie können das Erlebnis jederzeit anhalten, um Ihre vorherigen und derzeitigen Ziele anzusehen. Überprüfen Sie sie jetzt und kehren Sie zum Spiel zurück, sobald Sie fertig sind. Genau, auch hier haben wir halt wieder den nächsten... Ne, Moment. Hier haben wir auch den Punkt, wo wir jetzt gerade sind und halt hier das nächste mögliche Ziel. Dann haben wir halt hier die Streckenkarte, wo es halt hier lang geht. Dann haben wir noch den Ablauf, wo wir halt sehen können, okay... Das und das müssen wir gerade machen. Mit T kann man das Ganze prinzipiell, ich sage prinzipiell, weil bei mir funktioniert es bei Lava nicht. Ich weiß aber auch nicht, was er hier stehen hat. Haben wir da die Geschwindigkeit und hier nochmal das Nachrichtenlogbuch, wo wir hier die, falls man mal schnell nicht schnell genug ist, lesen kann, was unten stand und so weiter. Hä?
Personaltür. So, muss jetzt doch noch vorne reinsetzen. Oh, ist aber auch. Rollstuhlfahren ist natürlich wieder ein bisschen problematischer, ne? Wobei es sind. Ja, es sind halt zwei Stufen, ne? Nicht ganz so dingsgerecht. Schauen wir hinauf. Oh. Direkt sogar hier. Gut. Die Lampe leuchtet nicht weit genug nach hinten, aber wir können auch scheinbar nicht zum Motor und so weiter gehen. Schauen wir uns mal hier um, was wir hier so alles haben. Oha. Die Batterie. Also ich werde auch halt die Dingsbums, wenn ich, oh, hier haben wir tatsächlich noch einen ISO-Schalter. Auch wenn ich mich bisher null mit dem Zugsicherheitssystem in Frankreich, das ist wahrscheinlich ein TWM, richtig? Ja, vermutlich ist es ein TWM. Und KVB. Oder? VACMA? Boah, ich muss mich erstmal. Ich habe versucht, mich herauszufinden, wie das mit dem. Wie das Zugsicherheitssystem ist in Frankreich, aber. Beziehungsweise beim TGV Duplex, aber. Man findet einfach nichts. Was? Ja, ich bin da schon drin, was soll denn das? Sie werden viel Zeit mit Fahren verbringen. Hä? Setzen Sie sich also auf den Lokführersitz. Aber scheinbar hat man auch hier so eine Art AFB oder sowas, eine Art zumindest, dass man. Eine Blickfeldanzeige ist jetzt rechts auf dem Bildschirm. Diese zeigt an, was der Zug macht. Mhm. Dies ist die Geschwindigkeitsanzeige. Die aktuelle Geschwindigkeit wird durch einen beweglichen Balken angezeigt. Die rote Markierung zeigt die derzeit erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Dies ist das Richtungswender-Display. Ein Pfeil zeigt Ihnen die Stellungen vorwärts, rückwärts und neutral an. Okay, ja. Kennen wir schon aus anderen Strecken? Dies ist die Leistungsanzeige. Eine Zahl zeigt die Position des Leistungsreglers an. Auch das kennen wir. Das kann natürlich auch ins Negative in Anführungszeichen gehen, wenn es einen Kombihebel gibt. Dies sind die Bremsindikatoren. Sie zeigen den Zustand der verschiedenen Bremssysteme an und ermöglichen deren unabhängige Steuerung. Mhm. Oben rechts sind okay. Die Signal- und die erlaubte Geschwindigkeitsanzeige. Diese zeigen an, was sich nähert und eine Countdown-Distanz, ab wann es in Effekt treten wird. Ich dachte, wir bekommen noch eine. Einige dieser Anzeigen können im Einstellungen-Menü ausgeschaltet werden, wenn Sie eine größere Herausforderung wählen möchten. Ja. Ich dachte, wir bekommen noch eine kleine Einführung hier in die Bremssysteme, aber ich glaube, es kommt dann, wenn wir den. Wenn wir das Tutorial zum Duplex haben, bekommen wir dann was zu bestimmt. Was dann auch wie vorne ist. Okay, das. Dieser Zug ist bereit für die Abfahrt. Schieben Sie den angegebenen Hebel ganz nach vorn, um loszufahren. Ah, hier hinten haben wir die Geschwindigkeitsauswahl. Wir dürfen, glaube ich, 40 fahren, deswegen stellen wir es mal einfach auf 40. Aber ich glaube, dafür muss ich halt erstmal das Sicherheitssystem einschalten. Das wird so einfach nicht funktionieren. Das wäre zu einfach. Mal schauen, dass man hier eine Uhrzeit hat. Ist die Uhrzeit überhaupt? Ja, ist die Uhrzeit. Was soll man mit meinem Madame im Plus und Minus noch machen kann? Wir haben das Makro, dann nochmal ein Steuerabnehmer-Wähler. Der Marseille-Saint-Charles-Bahnhof ist ein großer Kopfbahnhof in der zweitgrößten Stadt Frankreichs. Er verbindet Hochgeschwindigkeitszüge, auch internationale Verbindungen, mit regionalen Zügen. Ich verstehe. So eine 30 sehe ich gerade, glaube ich.
wieder ein ordentlich schöner großer Bahnhof. Ich finde es auch super, dass man jetzt wieder ein anderes Signal auch auf den hat, andere Signalbilder und so weiter. Wieder was Neues, wo man sich selber weiterentwickeln kann und lernen kann. Train Sim World 2 ermöglicht es Ihnen, aus einer Auswahl von internen und externen Kamerawinkeln zu fahren. Werfen wir jetzt einen Blick darauf, während dieser Zug in Bewegung ist. Also, ich teste jetzt mal kurz. Ich glaube, der wird jetzt auf 31 hochschnellen, ne? Ja. Oh, hat sogar einen Kombihebel. Wie wir sehen, hier unten sehen wir dann auch, würde ich behaupten, die Zugsicherheitssignale, also irgendwelche Sicherheitssignale. Jetzt noch die 3, dann können wir das hier auch wieder mit der Maus, können wir uns umgucken. Und mit den Pfeiltasten kann man dann rauszoomen. Er sieht aber auch schon schick aus, ne? Gehen wir wieder Sie rein. Haben hier nur ein kleines Gebiet gesehen. Schauen wir, was es sonst noch zu entdecken gibt. Sieht auch schick aus hier, ne? Also mit der Stadt und so weiter. Willkommen im wunderschönen Süden Frankreichs. Kommen Sie an Bord des modernen Hochgeschwindigkeitszuges TGV Duplex. Fahren Sie mit bis zu 320 km pro Stunde mit Hilfe des TVM 430 Sicherheitssystems. Mhm. Fahren Sie von Marseille über Aix-en-Provence nach Avignon. Vergessen Sie unterwegs nicht, Streckenkarten zu platzieren, TGV-Poster anzubringen, Erste-Hilfe-Punkte aufzuladen, Zutritt-Verbotenschilder aufzustellen und Sicherungskästen zu reparieren. Fünf Sachen. Dies ist die LGV Mediterranee Hochgeschwindigkeitsstrecke. What? 5 Sachen? Plakate? Streckenpläne? Sicherheitskästen, Zutrittsverbotenschilder und Sicherheitskästen. Das sind 5 Sachen. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, wir haben jetzt nicht, wie auf manch anderen Strecken, 25 Streckenpläne, die wir verteilen, sondern nur 12 Stück. Dann ist natürlich klar, 12 Stück, wenn das nur 12 Stück sind, dass man dann halt noch ein paar mehr Sachen hat. Dann fahren wir fort mit dem Duplex-Tutorial, oder mit der Duplex-Einführung. Willkommen beim Lokführertraining hier in Marseille. Heute lernen Sie den SNCF Series 200 TGV Duplex in Camion-Lackierung zu fahren. Diese kurze Einführung beschäftigt sich mit den wichtigen Fahrsteuerungen und Fahrgastaufgaben. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Machen wir das nochmal gleich. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, ja, dass man das jetzt, wenn wir gleich losfahren, dass wir hier vorne helles Licht haben, hinten auch. Das werden wir gleich sehen. Um zu beginnen, beenden Sie das aufgerüstete Abstellen, damit Sie diesen Zug übernehmen können. Okay. Interessant. Im normalen Fahrbetrieb wird dieser Zug durch einen Stromabnehmer, der mit der Oberleitung verbunden ist, elektrisch angetrieben. Jedoch ist dieser Stromabnehmer momentan gesenkt. Wir müssen deshalb die ersten Einstellungen mit Hilfe der Hilfsbatterie vornehmen. Alles klar, Hilfsbatterie an. Um das Hauptpult einzuschalten, schalten Sie den Hauptschalter auf ein. Bevor wir uns gleich wieder aufstellen müssen, schalten wir meinen Hauptschalter an. Heben Sie nun den Stromabnehmer. Stellen Sie die Stromabnehmer-Auswahldrehknöpfe auf Gleichstrom und Normal. Der Stromabnehmer hebt sich nun automatisch und stellt Kontakt zur Oberleitung her. Auf Gleichstrom und Stromabnehmer normal. Beim N natürlich. Die Gleichstromeinstellung verwenden Sie rund um Marseille. Okay. Die LGW-Einstellung verwenden Sie außerhalb von Marseille auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke. Ja. Und die Wechselstromeinstellung wird auf anderen Strecken genutzt, die mit Wechselstromoberleitung ausgerüstet sind. Okay. Der Leistungsschalter muss eingeschaltet sein, damit Strom den gesamten Zug erreicht.
Ja, das ist. Jetzt, da der Leistungsschalter aktiviert ist, muss dieser geschlossen werden. Nutzen Sie den angezeigten Knopf, um dies zu tun. Das ergibt Sinn. Die Spitzensignale werden automatisch eingestellt, wenn der Hauptschalter aktiviert wird. Aha. Aber gehen Sie sicher, dass Sie die reduzierten Lichter benutzen, wenn Sie einem Zug begegnen, um andere Fahrer nicht zu blenden. Aha. Das ist auch mal. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, die Türen zu entriegeln. Dass das auch mal angebracht wird, finde ich auch nicht schlecht. Weil häufig, weil man, ist man ja irgendwie auch im. Sieht gut aus. Häufig ist man ja auch im. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier. Kriegt, ob man hier auch die Seide findet. Das könnte man doch bestimmt auch einfach hier so machen, oder? Dann haben wir einen Scheibenwischer und pipapo. Haben wir Tests. Ah, hier. Links und rechts. Wunderbar. Kann ich jetzt auch direkt hier drin machen. Perfekt. I like it. Ich wollte irgendwas sagen, jetzt wieder vergessen. Geil. Achso, ja, ich finde es gut, dass man hier auch mal wieder. Dass man. Zunächst müssen Sie einen Bremstest vollführen. Dies stellt sicher, dass alle Bremsen funktionstüchtig sind, bevor Sie losfahren. Zuerst drücken Sie Bremse halten. Dies hält die Bremsen des führenden Triebwagens in ihrem aktuellen Zustand, damit sie nicht wegrollen. Dies hat zur Folge, dass Sie in Ihren Tests keine Bewegung im Lokbremsenmanometer sehen sollten. Alles klar. Ich finde es gut, dass im Tutorial auch mal gesagt wird, hier von wegen achten Sie darauf, dass Sie, wenn Sie einem Zug begegnen, nicht das Fernlicht anhaben. Weil teilweise auf den ICE-Strecken habe ich es bei sehr häufiger mal gehabt, dass man halt mit vollen Lichtern, mit vollem Fernlicht gefahren Nun ist. drücken Sie auf die Notbremse. Wenn sie korrekt funktioniert, sollten Sie sehen, wie die Bremsleitung sich schnell bis 0 bar entleert. Ist 0 bar entleert, okay. Ah Nutzen ja. Sie den neutrale Bremseschalter, um den Bremshebel zu deaktivieren. Ein blaues Licht zeigt nun an, dass das Lösen der Bremse nicht mehr möglich ist. Ich verstehe. Sie können die Bremse wieder aktivieren, indem Sie den neutrale Bremseschalter drücken. Das blaue Licht sollte nun gelöscht sein. Alles klar, okay, ich verstehe. Jetzt, da Sie die Notbremse Zumindest getestet aktuell. haben, testen Sie die Funktion der normalen Bremse. Normale. Dann halten Sie die Zugbremse in der Position lösen, bis die Bremsleitung 5 bar erreicht. Noch sind wir nicht bei 5 Bar, also wir jetzt bei 5 Bar. Halten Sie die Zugbremse auf Anlegen, bis die Bremsleitung auf etwa 4 bar steht. Damit haben wir die Bremsen vollständig getestet. Perfekt. Der Richtungswender wird verwendet, um die Fahrtrichtung zu bestimmen. Es gibt drei Fahrmodi im TGW: Kuppeln und Entkuppeln. Die Geschwindigkeit in diesem Modus ist begrenzt und für Rangierfahrten gedacht. Manuelle Steuerung. Dies ist der Modus für das Fahren auf der normalen Strecke. Okay. Und Geschwindigkeitsvorgabe. Dieser nutzt den Geschwindigkeitswähler und wird von Fahrern auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke genutzt, um die maximale Geschwindigkeit zu setzen. Dann fangen wir mal an. Weil Sie sich auf der normalen Strecke befinden, wählen Sie den manuellen Fahrmodus. Okay, ich verstehe es. Es ist Zeit zum Losfahren. Schließen Sie die Türen. Ich merke schon, das wird auch ohne Sicherheitssysteme Arbeit. In dieser Einführung fahren Sie bis Aix-en-Provence. Okay, dann fahren wir bis Zuletzt Aix-en-Provence. drücken Sie Bremse halten. Sie sollten nun das gelbe Licht erlöschen sehen.
Halten Sie die Zugbremse in der Position Lösen, um die Bremse zu lösen. Dann lösen wir die Zugbremse. Der Zug ist jetzt abfahrbereit. Erhöhen Sie die Leistung ein wenig, um loszufahren. Okay, das heißt, sobald wir auf der Schnellfahrstrecke sind, gehen wir aus der manuellen Steuerung in die gewählte Steuerung und können dann die Zuggeschwindigkeitsauswahl auch nutzen. Okay, einfach nur voll reingehen offenbar. Gut zu wissen. Ich dachte irgendwie, der Kombihebel leicht wird auch reichen, aber scheinbar nicht. Wie viel Gewicht haben wir denn eigentlich? Wir sind 391 Tonnen, 392 Tonnen schwer, okay. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass man auch prinzipiell könnten wir bestimmt auch schon hier in der Geschwindigkeitsdingsbums fahren. Also sprich, dass wir auch die Geschwindigkeit hier einstellen können. Dafür müssen wir einfach nur den Modus wahrscheinlich umstellen. War wahrscheinlich. Schubbetrieb wird eingesetzt, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. Das Gefühl, dass wir irgendwie abgebremst werden. Mir kommt es echt sehr vor, wenn ich jetzt wieder die Leistung komplett auf Null stelle, dann werden wir safe zum Stehen kommen. Also irgendwas läuft hier gar nicht rund. Das Einhalten der Geschwindigkeitsbeschränkungen ist wichtig. Wenn Sie zu schnell werden, halten Sie den Bremshebel in der Position anlegen, um langsamer zu werden. Ah, jetzt soll das funktionieren. Warum auch immer das noch nicht umgesprungen ist. 17 Kilometer bis Excellent Performance, okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir bis dahin wirklich fahren. Das ist doch eine ordentliche Strecke bis dahin. Wir haben es dann nochmal von außen an. Wollen wir überhaupt hier die Lichter fällt mir gerade auf, wo mir jetzt gerade der Zug entgegenkommt. Irgendwo bestimmt. Werde ich vielleicht irgendwann mal finden. So ein Scheibenwischerintervall. Klimakontrolle. Dann bellen wir einfach so lange die Leute, bis ich es endlich finde. Oh, wir sind von 110, dann wollen wir mal nicht lange warten und weiterfahren. Ja, schon nice, durch die Häuserschluchten zu fahren. Jetzt auf die linke Seite, okay. War auch wahrscheinlich auf 140.
schön mit den Brücken und Überbrückungen. Wieder ein neues Bremsverhalten wieder merken. Also das fällt mir jetzt erst auf. Wobei ich vermute mal, dass der TGV Duplex ähnlich, und ich sage es vorsichtig, ähnlich bremst wie der ICE, einfach weil es halt auch schwerer zu ist. Sie nähern sich dem Spannungswechsel und müssen den Spannungsmodus des Zuges ändern, um weiterfahren zu können. Mhm. Sie werden dies tun, ohne anzuhalten. Okay. Öffnen Sie den Leistungsschalter, dann schließen Sie ihn wieder. Senken Sie den Stromabnehmer, indem Sie den Schalter auf Senken stellen. Auf Senken. Und wechseln Sie den Stromabnehmermodus zu LGW. LGW. Das ist natürlich wieder so eine Sache, die muss ich immer dann irgendwann versuchen einzuprobieren. Wobei kann man ja eigentlich gut merken, wenn man halt wirklich so diese Bergkette hat und halt rechts und links die Häuser, eine vierspurige, vierdingsige Bumster, dann weiß man ja eigentlich, okay, ich muss langsam reingehen. Das andere kommt dann noch mit der Zeit, die man dann halt schon kennenlernt. Sobald Sie das REV-Schild erreichen, hat das Ende Ihres Zuges den Spannungswechsel verlassen. Sie können nun den Stromabnehmer wieder heben. Tun Sie dies, indem Sie den Stromabnehmerwähler in die Position N stellen. REV, okay. Nein, normal. Wenn das Leistungsschalter-Symbol aufleuchtet, schließen Sie den Leistungsschalter. Das bedeutet, Sie können nun die Leistung erhöhen, bis Sie die angezeigte Geschwindigkeit auf dem TVM-Display erreichen. Okay. Schön gemacht. Sie sind jetzt in der Lage, Ihre Fahrt fortzusetzen. Da wir jetzt auf dem LGW-Bereich sind, würden wir wahrscheinlich jetzt in die Geschwindigkeitsvorgabe gehen. Und beispielsweise jetzt auf 300 hoch. I guess. Wir machen das zumindest einfach mal. Dürfen wir 300 fahren? Bis 270. Wir müssen auch erstmal hinkommen, bis wir dort sind. Okay, das wäre reduziert, wenn es zum Zug entgegenkommt, und das halt, wenn es kein Zug entgegenkommt. Noch 6 Kilometer bis Aix-en-Provence. Ah, okay. Ich bin sehr gespannt auf die Szenarien. Da werden wir uns auch noch mal kurz anschauen, was für Szenarien uns hier erwarten, was sie bereithalten. Es
ist halt die Frage. Sie nähern sich nun Aix-en-Provence. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, um sanft und sicher zum Stehen zu kommen. Okay, wir werden auch runtergebremst. Das ist quasi sowas wie AFB. Also wenn wir bei der Bremssteuerung können wir uns auch runterbremsen, das wollte ich damit ausdrücken. Runter auf 140. Oh, ist ein bisschen bewaldeter. Sonst einfach mal so langsam weiter, so ein bisschen so runter. So, dass wir dann auch gleich langsam auch wieder zum Stehen kommen. Das können wir auch mit der Zugbremse. Gehen, Bremsdruck. Oh Gott, ich glaube, ich muss jetzt auf den Barwert achten, wenn ich bremse. Da war ja was. Genau, und hier den Haltepunkt, quasi die Haltetafel, sage ich jetzt mal, da, wo man sehen kann, okay, da und da soll der Zug stehen. Werdet ihr bei mir nicht sehen. Da ich die eigentlich immer deaktiviert habe. Mal abgesehen davon, dass ich ein bisschen zu spät gehalten habe. Okay, auch nicht. Gar nicht mal so verkehrt, würde ich sagen. Dann öffnen wir die Türen wieder links. Und lassen die Fahrgäste einsteigen. Wunderbar. I like it. Okay, das heißt in dieser Richtung, in Richtung Avignon, kennen wir bereits schon ungefähr so den Spot, wo wir von Wechselstrom auf Gleichstrom wechseln. Ah ne. Mit dem Bild drücken. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. Okay, und wenn der Zug zur Abfahrt bereit ist, bimmelt es. Das ist ja auch schon mal praktisch. Achievement unlocked. LGV TGV trained. Das war jetzt die Einführung zum Duplex der Serie 200. Wir sind jetzt auf Level 3, sowohl in der LGV Mediterranee als auch im Duplex. Und es war noch. Bin ich mal gespannt, wie die Strecke allgemein so ist, ne? Also. Wirklich ziehend kommen wir ja nicht wirklich stark voran, aber gut. Gucken wir uns mal die Szenarien an, was uns da erwartet und wie lange sie sind. Und, okay, wir haben sogar tatsächlich nur 64 Nebenaufgaben, gar nicht mal so viele. Uns erwarten 5 Szenarien und 52 Fahrpläne. Im Vergleich zu anderen Schrecken doch relativ wenig, ne? Okay, von den Szenarien her, für mich persönlich gesehen, viele im einfacheren Bereich in Anführungszeichen, also mit 1 von 5. Wer uns erwartet, das Szenario Schleudergang. Fahren Sie eine Hochgeschwindigkeitszug von Marseille nach Avignon,
Wunderbar, direkt schon in die richtige Richtung, die wir bisher nur einmal gefahren sind, die wir bisher kennen, mehr oder weniger. Das heißt, wir wissen auch direkt, wo wir stoppen müssen. 30 Minuten soll das Ganze dauern. 1 von 5 Schwierigkeit, 8200 Punkte für die Goldmedaille. Dann haben wir noch Marseille und zurück. Fahren Sie einen Hochgeschwindigkeitszug nach Marseille, inklusive Rückfahrt nach Avignon. Okay, dann kriegen wir schon mal nochmal die andere Seite zu spüren. Das ist nice. Einmal in die eine Richtung, einmal zurück. 60 Minuten soll das Ganze dauern. Nur 7700 Punkte für die Goldmedaille. Dann gibt es das Szenario ein Problem. Übernehmen Sie die Steuerung eines Hochgeschwindigkeitszugs nach Marseille und erreichen Sie Ihr Ziel ohne Probleme. Wenn das da schon. Also, allein wenn man schon hier den Text sieht, weiß man, es wird Probleme geben. Wenn dann das Szenario noch ein Problem heißt, dann erst recht. 40 Minuten soll das Ganze dauern, 3 von 5 Schwierigkeit und 7000 Punkte für die Goldmedaille. Dann haben wir den Depotdienst. Absolvieren Sie die morgendlichen Aufgaben in Marseille und kümmern Sie sich um alle Züge, die auf der Strecke gebraucht werden. Nice, das heißt auch nochmal ein Depotdienst. 1 von 5 Schwierigkeit, 4000 Punkte für die Goldmedaille. Und dann haben wir nochmal abendliche Arbeiten. Fahren Sie einen abendlichen Zug nach Marseille und versuchen Sie, Verspätungen durch die andauernden Bauarbeiten zu vermeiden. 2 von 5 Schwierigkeit, 30 Minuten soll das Ganze dauern. 9000 Punkte für die Goldmedaille. Und für diejenigen, die vielleicht das erste Mal jetzt hier gerade dabei sind, falls ihr noch dabei seid und noch zuhört und zuschaut, ich mache es hauptsächlich immer so, dass ich mich um die Szenarien zuerst kümmere. Und ich versuche die Szenarien meistens immer mit Zugsicherheitssystemen zu fahren. Ich weiß nicht, ob ich das bereits schon bei dem ersten Szenario machen werde. Ich vermute mal eher weniger, weil ich das hier direkt im Anschluss noch aufnehmen werde. Aus dem Grund, weil mit heute täglich ein Video kommt. Sprich, ich werde bis zum 23. wird es täglich ein Szenario geben. Beginnen quasi mit morgen. Morgen kommt dann der Schleudergang raus Szenario. Und deswegen werde ich wahrscheinlich nicht den Schleudergang schon mit Zugsicherheitssystem fahren. Ich versuche Marseille und zurück dann mit Zugsicherheitssystem zu fahren. Wenn euch das Ganze gefällt, wenn ihr die Szenarien sehen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Schaut auch gerne in den Playlisten nach von Train Sim World 2, der LGV Mediterranee oder der Train Sim World 2 Playlist oder anderen Playlisten hier auf dem Kanal. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Train Sim World 2 Video.